Leute, wie ich weiß, News ist sehr, sehr wichtig für deinen Kopf. Deswegen, ich bin da und Kredit und hier kommt der Trend News. Wir haben einen schönen Sonntagmorgen und Gott sei Dank, ich habe nur gute Nachrichten für euch. Gute Nachrichten. Diese Woche keiner ist gestorben, Gott sei Dank. Wir fangen sofort an. Erste gute Nachricht, Balkon, DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Ich bin sowieso ein Superstar. Und jetzt ist die Frage, wer wird in der Jury sitzen? Wer ist Onkel D sein? Wer ist Herr Pest sein? Wer Herr Hu sein? Keiner weiß. Aber der Gerüchte überall, jeder reading. Er kann gut sein, Petro Lombardo. Keiner weiß, wie er heißt. Der wird vielleicht bei der Jury sitzen. Er war schon mal bei DSDS. Und vielleicht er wird da sitzen. Er hat gesagt, er muss noch 5 Kilo abnehmen. Keiner weiß, warum. Du, sowieso, mag mir immer sauer, wenn dünne Leute sagen, der muss abnehmen. Guck mal diese. Siehst du das? Onkel D muss abnehmen. Aber nicht dünne Leute muss abnehmen. Deswegen, dieser regt mir auf. Aber egal, dieser ist nicht Thema. Petro Lombardi, vielleicht ist ein Jury bei DSDS. Ich weiß nicht, aber wir werden weiter darüber berichten. Jetzt zu der nächsten guten Nachricht, wir haben's. Wie letzte Woche, wir haben es berichtet, Shireen Devi war krank in der Krankenhaus, hat Beyoncé Konzert Rider verpasst. Aber Gott sei Dank, sie ist wieder gesund. Und sie hat endlich ihre Wohnung Schlüssel bekommen für ihre neue Wohnung in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland. Wir sind alle froh. Und warum sie ist nach Berlin gezogen? Für uns, wir haben es alle gewartet, ist ihre Musik. Endlich, sie hat Leute gefunden, sie macht mit ihr Musik zusammen in Deutschland. Und wir können nicht abwarten, deswegen sie ist in Berlin gezogen. So, wir werden weiter darüber berichten, wann kommt die Musik, wie wird die Musik sein. Und ich habe auch einen Wohnungsschlüssel bekommen, deswegen wir werden auch Backstage filmen für euch, ja? Der nächste gute Nachricht ist, okay, vielleicht ist für andere Leute schlechte Nachricht, aber für andere Leute ist gute Nachricht. Jogi Löw, oder wie auch heißt immer, bleibt immer noch Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft. Wir werden ihn 2020 sehen bei der Europameisterschaft im Fußball. Die haben es leider mir nicht genommen. Ich habe meine Bewerbung geschickt, aber die haben gesagt, ich bin zu streng. Ich kann der Fußballmannschaft nicht trainieren, sonst der Wein. Aber ich kann nach Afrika gehen und da trainieren. Ich fand ein bisschen rassistisch, aber ich habe gesagt, okay, ich akzeptiere, ich bleibe immer noch Nachrichtenreporter. So, Jogi Löw, wir sehen dir 2020 bei der Europameisterschaft. Wir alle lieben natürlich unsere Schwester Senna Gamue. Sie ist so wie meine große Schwester. Ich hatte sie niemals. Aber sie ist weiß, deswegen, aber egal, sie ist trotzdem meine Schwester. Auf jeden Fall, sie hat Urlaub gemacht mit ihren Freunden, war in Ibiza und sie hat sehr Karamellfotos gemacht. Sie hat die online gestellt, aber da gab Reuti, der hat nur Hate-Kommentare geschrieben. Jetzt ist die Frage, wie gehen eigentlich Influencer, Models, Blogger mit Hate-Kommentaren um? Deswegen, wir haben eine Special Guest hier eingeladen. Sie ist eine Fashionista. Sie ist einer der erfolgreichen Influencer hier in Deutschland. Und sie ist schwarz, schöne, sexy, Chocolate, Coca-Cola-Frau. Hier kommt Sandra Lambeck. Sandra Lambeck, vielen, vielen Dank, dass du bist herzlich zu unserem Studio gekommen. Du bist eine erfolgreiche Influencerin. Machst du dir eigentlich Gedanken, wenn du postest ein Bild? Also erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich als Influencerin mache mir sehr viele Gedanken um meine Posts. Ich meine, es muss ja gut aussehen, es muss ästhetisch sein, es muss farblich stimmen, die Message muss gut sein. Also ja, ich mache mir sehr viele Gedanken. Okay, vielen, vielen Dank. So, ich habe es auch gesehen bei deinem Instagram, manchmal, du hast auch Bilder, wo du zeigst ein bisschen mehr Haut. Postest du einfach oder machst du auch deswegen Gedanken? Ist egal, einfach. Weil ich finde, jeder sollte sich so präsentieren, wie er sich präsentieren möchte. Und solange man keinem wehtut, sollte man einfach, weiß ich nicht, free the nipple. Leute, ihr habt gehört, free the nipples. So, die letzte Frage ist, wie gehst du mit Hate-Kommentaren rum? Also ich muss sagen, dass ich nicht allzu viele bekomme, aber wenn ich einige bekomme, dann habe ich Freunde, die die Drecksarbeit für mich erledigen. Also quasi, ich ignoriere sie. Okay, vielen, vielen Dank, Sandra Rambeck. Danke, dass du warst hier. Wir sehen uns später, wir gehen essen, okay? Kein Problem, danke. Leute, jetzt kommen wir wieder zu anderen guten Nachrichten. Ich bin so froh über Deutschland. Wie ihr seht, das Wetter hier, nur Sonnenschein. Wie ihr seht, guck mal, meine Sakko, ich habe extra geschneit, weil es ist so warm, ich halte nicht aus. Ihr seht hier,
25 Grad bis 30 Grad der Walking. Wir können alle Schwung gehen. Wir können kurze Hose rumraufen. Keine Regen. Aber Leute, bitte weiße Leute, benutzt dein Sonnencreme, weil ich will nicht rote Lichter hier sehen, weil ihr werdet immer sofort rot, okay? Und schwarze Leute, bitte creme dir ein, weil manchmal ich sehe weiße Flecken, sei Arschi. Immer Arschi, okay? Genießt das Wetter hier in Deutschland. Nächste Woche, wir sind wieder für euch da. Guck, dieser Durchlauf, dann geht der Radio und dann, weißt du? Oh, schon wieder Leute, ihr müsst mir immer Bescheid sagen, wenn der Kamera schon an. Leute, vielen, vielen Dank, ihr habt der Trend News geschaut. Ich bin sehr glücklich. Letzte Woche, ich hab's euch gesagt, welche Musik soll Barry Bodyformers machen? Ich habe die Kommentare durchgelesen und zwei Kommentare haben mir sehr gefallen. Ein Kommentar ist von Kenner Yilmaz, er geschrieben, Barry soll bei seinem Song Schlager singen. Du, Onkel D, sollst in dem Song rappen, Herr Huhn und Herr Pez soll Background-Sänger sein und Patrick soll tanzen. Vielleicht klappt, vielleicht auch nicht, wir weiß nicht. Und noch ein Kommentar von Who's My TV. Wäre ich Barry von Bodyformers, würde ich Rap-Song schreiben. Der was mit seinem hochkommen YouTube zu tun. Oh wow, deine Deutsch ist zu hoch für mich. Egal, auf jeden Fall, Who's My TV? Ich hab dir gegrüßt, dein Kommentar, deine Deutsch ist zu hoch. Ich kann dieser nicht lesen, aber viel, viel Dank. Und ich hab's eine Frage, ich hab gerade von Sandra Rambeck gehört, wie geht man mit Hate-Kommentaren um? Leute, wie geht ihr mit Hate-Kommentaren um? Schreib darunter, hast du schon mal Hate-Kommentare bekommen? Wenn ja, hast du ignoriert, hast du geantwortet, wie hast du damit umgegangen? Sag bitte Bescheid und dann der beste Lösung, ich werde nächste Woche bei der Trend News grüßen. Vielen, vielen Dank, liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen, bitte Leute, ich liebe euch, ich muss Geld verdienen, danke.